The drummer get wicked. Mal gucken, ob er das bis oben hin schafft. Na. Tatsache. Er hat es geschafft. So, was macht ihr hier Schönes? 1.4e. Sagt mir jetzt nichts. Das scheint auf jeden Fall wichtig zu sein, jetzt wollen sie alle nicht hier arbeiten. Sehr schön, schön, schön. Ja, hier, der ist hier am bisschen am Suchten. Bestimmt andere Birds oder so. Mann, die haben schon eine krasse Session hier, was die haben. Ja. Schall gegen Menschenmassen. Der Spezialisten-Exo, den du trägst, hat einen eingebauten Schild sowie einen Overdrive. Die Techniker erwarten dich. Lass das Ding reparieren und triff mich hier draußen. Ja, der hat ja auch einen Mutteil. Sich da halb abknallen zu lassen. So, was machen die hier? Ah, die springen ein bisschen, okay. Lass deine Augen richten, Mitchell. Hallo Mitchell, sehen wir uns den Arm mal an. Ja, guckt euch meinen Arm mal an. Bitte, hier herüber. Na los, legen Sie den Arm auf den Tisch. Na klar. Hier, dann repariert mal meinen Arm. Sieht doch voll in Ordnung aus, ne? Okay, ich lasse eine Diagnose durchlaufen. Versuchen Sie bitte, Ihren Arm zu bewegen. Ich nehme eine kleine Änderung vor. Moment. Okay, nochmal bitte. Oh, ein bisschen besser. Ich denke, ich erkenne das Problem. Dann behebt das Problem. Verdammt. Noch einmal bitte. Ja, exzellent. Alles klar, fertig. Aber ich empfehle einige Schießübungen, um die Kalibrierung zu testen. Ja, das will ich auch machen. Naja, schönen Dank und dann gehen wir mal weiter. Zum Schießplatz. Zum Schießplatz. Kann man auch anders sagen. Ja. Haut euch mal hier rüber hin. Bam, bam, bam. Ja, die stehen hier nur rum. Der sitzt nur rum. Fleißige Arbeit halt. Ja, schon riesig hier irgendwie. Ah, so ein Schießstand, der hört sich immer gut an, oder? Eine Frau. Dein Exo ist mit einem Overdrive ausgerüstet. Setz ihn ein, um einen taktischen Vorteil zu erlangen. Die Overdrive-Batterie leert sich schnell. Setz ihn also sparsam ein. Ich werde versuchen, ein bisschen Singleplayer zu spielen, ein bisschen Multiplayer. Könnt ihr euch ja aussuchen. Mitchell, fang an. Aktiviere Zieltraining. Oh, Runde 1.
Ob wir das ein bisschen so mischen. Overdrive einsetzen. Zocken wir ein bisschen Singleplayer, ein bisschen Multiplayer, das machen wir dann mal. Runde 2. Ein bisschen hier mischt, wenn es euch passt. Ah, ich kann heute nicht drücken. Das ist ein sehr moderner Schießplatz hier irgendwie. Nicht so einfach. Training abgeschlossen. Ihre Leistung war gut. Nicht schlecht. Nicht schlecht, ja. Rüber zum Granatenplatz. Du musst mit den variablen Granaten üben. Granaten üben. Okay. Boss, die Simulation ist jetzt startbereit. Verstanden. Mitchell und ich sind in einer Minute da. Dann schwingen wir die Hufe. Schnapp dir ein paar Granaten und absolviere den Trainingskurs. Bei variablen Granaten kannst du sofort den Typ wechseln, je nach Bedrohung. Aktiviere die Konsole. Aktivieren. Wirf eine Warngranate! Schieß durch Wände, um diese... Auf EMP wechseln und die Drohnen ausschalten. So ist ja die Idee nicht schlecht, ja. Wirf eine intelligente Granate und visiere ein Ziel an, um sie zu lenken. Ah, halten Sie Georg, okay. Granate einsetzen. Nur Granaten. Ja, mach ich noch. Training abgeschlossen. Ihre Leistung war gut. Gut. Also los. Ja, aber Startplatz 4. Die Exomark 3 Demonstration startet in 5 Minuten im Atrium. Bewegung. Boah, ist das ja ein Waffenlabor, Alter. Pass auf, Alens wird uns zusehen. Diesmal gehe ich vor. Ausrüsten. Ja, bin ausgerüstet. Kann ich ja schon mal vor jetzt. Ne, schade, geht nicht. Wähl deine Ausrüstung. Ich hab meine Ausrüstung, Mann. Joker, wir kommen hoch. Schalte die Simulation diesmal auf Angriffsmodus.
Verstanden. Es kann losgehen. Bereite Angriffsmodus vor. Simulationsstart in 3, 2, 1, ausführen. Okay, ich gehe vor. Meine Richtung. Da kommen Sie! Ausschalten. Setz den Overdrive ein! Super Zeitlupeneffekt hier. Hat man ein bisschen Zeit, hier zu können. Atlas 01, wir registrieren den Präsidenten. Medienraum Südflügel. Vorwärts! Sicher. Vorwärts. Also gut, wähl deinen Zugangspunkt. Wir treffen uns beim Medienraum. Warte mal, ich würde doch sagen hier. Hier über das Wohnzimmer rein. Mitchell, die Schlafzimmer durchsuchen. Kontakt! Hat er sich so gedacht, wa? Sicher. Mitchell, zum Medienraum. Medienraum. Ja, gleich die Spülnummer von vorne. Wir sind hier, um Sie zu retten. Ich brauche Ihren Authentifizierungscode. Alpha, Zulu, Tango. Bestätigt. Bleiben Sie hinter uns. Los geht's! Atlas 01, Achtung! Wir registrieren eine große Einsatztruppe, die sich der Position nähert. Verstanden, Prophet! Drohnen! Setz deine EMPs ein! Boah, ja. Setz deine Angriffsdrohne ein. Kommt Biene Maya. War der letzte, aber ne, der ist der letzte. Ich hab ihn im Grundbereich gesichert. Immer weiter. Los, los. Prophet, wir nähern uns der nördlichen Zugangsstraße. Benötigen sofortige Evakuierung. Verstanden, Atlas 01. Evakuierung ist unterwegs. Weiter, weiter. Schaff den Präsidenten rein. Mach es diesmal richtig. Oh, renn mit dir. Prophet, das Paket ist sicher. Da klappt diesmal. Atlas 01. Ein Warbird kommt und bietet Luftunterstützung. Ankunft in einer Minute. Verstanden, Prophet. Also gut, verschanzen. Setz deine intelligenten Granaten ein. Setz dein Schild ein. Wurde auch Zeit. Ich bin noch schon da. Aha,
haben wir ja einen Experten vor uns. Ja, schon wieder. Er ist bereit für echte Einsätze. Gute Arbeit, Junge. Willkommen bei Atlas. Ich danke. Willkommen. Ja, fand ich ja geil. Würde ich sagen, machen wir hier mal ein Ende. Und starten dann, naja, heute nicht mehr. Ist ja schon morgens, ist ja schon 0.15 Uhr. Starten wir Mission 3. Ich bin auch gespannt wie ihr. Schaut rein, haut ein paar Kommentare, ein paar Likes. Und ja, ich freue mich. Haut da rein. Bis dann.